Liebe Zuschauer, wir sind froh und stolz, dass jetzt Menschen Gesicht zeigen, die sich mit Kindergarten, mit Schule, mit Kinderkrippe beschäftigen, rundum mit Pädagogik zum Wohle der Kinder, dass die ungestört sowohl körperlich als auch seelisch aufwachsen können. Und ich freue mich heute, Olga Kleimann begrüßen zu dürfen. Ich betone Kleimann, nicht Kleinmann. Das war nämlich ein Fehler in der Anmoderation. Die ist nicht mit drauf. Lieber Olga, wir sind per Du, nicht, dass sich die Zuschauer wundern. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, hallo Peter, hallo das ganze Team und die Zuschauer. Ja. Ja, Olga, du bist Kindererzieherin, besser gesagt, du warst Kindererzieherin. Ja. Nun ist es ja ein Beruf, es werden ja Kräfte gesucht, händeringend, denn nach dem, was die Bundesregierung angeboten hat, können ja noch nicht allen Kindern die entsprechenden Kita-Plätze angeboten werden. Ja. Erzähl uns ein bisschen, wie deine Arbeit war und welche Kinder in welchem Alter du betreut hast. Also bis vor einer Woche war ich jetzt in einer Krippe beschäftigt, also mit Kindern von 0 bis 3. Also das kleinste Kind hatte ich bis jetzt, also mit 3 Monaten betreut. Also bis jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, wurden wir von den meisten Maßnahmen geschont. Maskenpflicht gab es tatsächlich nur in Kitas zwischen 3 und 6, also und auch nicht überall. In jeder Gruppe wohl müssten sie oder dürften sie Masken ablegen, wenn sie nur auf dem Flur bewegt haben. Aber bei uns, wie gesagt, war es soweit alles noch relativ normal, sage ich mal, mit ganz normalen Hygienekonzepten, also mit Händewaschen, also Lüften, Abstände halten, dementsprechend also Erwachsene. Also beim Kind kann es natürlich keinen Abstand halten. Und wenn die Kinder irgendwelche Symptome gezeigt haben, Schnupfen oder sonstiges, also dann mussten sie direkt abgeholt werden. Also bis jetzt sind wir natürlich sehr gut damit gefahren. Also und vor allem wir haben immer die Möglichkeiten genutzt, also mit Kindern sehr viel draußen zu bleiben, um einfach mal in der frischen Luft und ja, das hat bis jetzt eigentlich super funktioniert. Ich muss dazu sagen, zu diesen Zahlen und ganzen Schreckensbildern, also was wir im Fernsehen jeden Tag sehen, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen und ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe in diesem ganzen Jahr. Also wir haben 3 Einrichtungen in einem Haus im Prinzip untergebracht. Also unser Krippe ist ja eine separate Einrichtung mit 2 Gruppen, je 10 Kindern. Und es gibt noch 2 Kindergärten, ja, die also praktisch auch Gebäude teilen. Das heißt, im ganzen Jahr also gab es keinen einzigen Corona-Fall. Also es sagst gab, du uns noch, Olga, sagst du uns noch kurz, wie viele Kinder insgesamt dort sind? Also ich sage jetzt mal schätzungsweise so 3 Einrichtungen, so ungefähr 200 also Kinder und Erwachsene, also okay. Insgesamt. Ja. Plus ja, natürlich danke. Die ganzen Eltern, Großeltern, was weiß ich was. Wie gesagt, weil wenn ein Fall vorkommen würde, dann würden wir alle davon natürlich direkt erfahren und normalerweise wurden die ganzen Einrichtungen direkt geschlossen und. Also dass wir hatten vielleicht 2-mal gerade vielleicht FSJ-Lehrerin, also wurde positiv getestet, ja, aber mal ohne Symptome, mal jemand aus Familie vielleicht mit leichten Symptomen, das war es dann auch. Ja, und angesichts dessen, also sind für mich diese Maßnahmen mittlerweile wirklich schon nicht mehr nachvollziehbar, gell? Gerade jetzt, wo wir aus dem Winter rauskommen, also wo es eigentlich schöner wird, wo wir eigentlich draußen spielen könnten, jetzt müssen wir sogar draußen die Masken tragen, ja? Was für mich absoluter Schwachsinn tatsächlich ist. Also ich kann es nicht mehr verstehen, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, mit meinem normalen Menschenverstand einfach nicht mehr akzeptieren, sage ich mal. Ja? Das, bei mir weigert sich einfach alles innen drin, also diese Maßnahmen durchzuführen. Ja, und aus diesem Grund konnte ich natürlich das auch nicht mitmachen. Irgendwo gibt es ja, weißt du, immer so ein letzter Tropfen. Und das war wohl bei mir auch so letzter Tropfen, weil ich musste mir nur vorstellen, wie ich diese kleinsten Kinder, ja, also die noch nicht laufen können, die noch nicht sprechen können, dass sie den ganzen Tag mich, also ich kann dir das auch demonstrieren, also mit sowas dann sehen, verstehst du? Also was ist das für ein Weltbild, also von einem Menschen? Also ich meine, das ist eigentlich so ein Schreckensbild, ja. Also erstmal
alle Kinder, sie brauchen diese empathische Gesichter, ja, sie brauchen für ihre praktische, für seelische normale Entwicklung, das weiß auch jeder Pädagoge, also jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß das auch. Also lieben, das ist das Wichtigste überhaupt, also um Sprache zu lernen, gell? Wie sollen sie das denn sonst machen? Und wenn wir jetzt, sag ich mal, nächstes halbe Jahr, also diese Masken tragen müssen, tagtäglich, also von morgens bis abends, also und auch noch draußen, also ein halbes Jahr für so ein kleines Kind von vielleicht 6 Monaten oder so, das ist schon eine Ewigkeit, gell? Also deswegen, also für mich käme das nicht in Frage. Ich kann das nicht vertreten, nicht mit meinem Gewissen, nicht mit meiner Verantwortung. Also ich wüsste nicht, wie ich das jetzt machen soll. Also wie gesagt. Es ist so und schön zu bemerken, du bist insgesamt gesehen sehr verantwortungsbewusst und das darf ich den Zuschauern sagen. Wir haben also hier keine Kindererzieherin, die leichtfertig darüber hinweggeht, sondern die tagtäglich mit Kindern zusammen ist. Und ich fasse zusammen, im ganzen Jahr nicht ein einziger Fall. Und wir haben ja alles, was wir hier erleben, ist ja nicht auf wissenschaftlicher Basis. Wir haben ja nichts hinterlegt. Das sind sogenannte Inzidenzzahlen. Je mehr ich teste, so höher die Inzidenz. Aber lass mich mal kurz zurückkommen und das gefällt mir. Du hast ja vor 30 Jahren die Sowjetunion verlassen. Olga, jetzt hören wir immer in der Tagesschau Belarus, Weißrussland. Wir hören Putin, wir hören Türkei, Erdogan, was das für schlimme Despoten sind und wie die Menschen dort praktisch von der Presse und nach Regierungswillen in ihren Freiheiten sehr eingeengt sind. Wie fühlst du dich in der sogenannten freiheitlich-demokratischen Welt von der Bundesrepublik Deutschland? Also es ist schon absolut seltsames Gefühl, ja. Also vor 30 Jahren sind wir genau aus diesem Grund im Prinzip also ausgewandert und ich musste meine Heimat verlassen. Damals war ich 20 Jahre alt. Und ich muss sagen, heute, ich weiß gar nicht, am liebsten würde ich vielleicht zurück sogar kehren. Weil ich kriege tatsächlich einfach mit Angst zu tun, ja, wo wir hingehen. Also ich verstehe das alles nicht. Also ich meine, natürlich müssen wir jetzt nicht über Putin reden. Also ich meine, da war nie Demokratie, wird auch nie sein. Ja, also das weiß das wissen wir. Genau das. Aber ich muss sagen, normale sterbliche Menschen, also ich habe da natürlich sehr viel Verwandtschaft noch, also die leben da jetzt noch, sage ich mal, in Saus und Braus, denen geht es einfach gut. Ja, also für das Volk wird schon gesorgt und ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese Taktik auch dahinter, also solange das Volk, also dem Volk es gut geht, dann brauchen sie nicht auf die Barrikaden zu gehen, gell? Also das ist schon so ein bisschen wahrscheinlich so Hintergedanke. Also deswegen, sie haben da jetzt jegliche Freiheiten, also sie genießen das Leben und gut ist es. Also das, was ich jetzt sehe hier in Deutschland, also tatsächlich, also jetzt abgesehen von meiner Situation, dass man einfach, wenn man eine Meinung hat oder wenn man sich tatsächlich widersetzt irgendwelchen unsinnigen, absolut unschädlichen Maßnahmen, also dann wird man direkt also tatsächlich einfach entsorgt. Also das ist, es besteht gar kein Diskurs also darüber, also du kannst dich nirgendwie wehren im Prinzip. Also es wird entweder oder, entweder machst du mit oder du darfst gehen. Verstehst du? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt erzähl uns kurz, du hast die Gründe genannt aus pädagogischer Sicht, dass du sagst, Moment, die Kinder werden ja, der liebe Gott hat uns ja nun mal ein Gesicht gegeben und da ist der Mund, die Mimik, die Art des Lachens, bin ich traurig, das kann ich nicht ab hier erkennen so. So, und nun arbeitest du sehr verantwortungsbewusst, ihr habt keine Corona-Fälle. Wie hat der Arbeitgeber darauf reagiert? Und letztlich ist es ja so, gerade dieser Beruf, erfordert ja ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Und so wie ich dich kennengelernt habe, sind bei dir die monetären Gründe das Geld nicht der einzigste Punkt, sondern du möchtest mit Kindern, mit Kleinkindern zusammenarbeiten und erlebst hier nicht nur eine Sanktion, sondern eine Härte, die du in dieser Form wahrscheinlich nicht vermutet hättest. Wenn du bitte mal unsere Zuschauer informieren würdest, was dir widerfahren ist, nur weil du sagst, Moment, ich kann es nicht mit meinem Gewissen verantworten. Ja, wie gesagt, also am letzten Montag also kam ein Schreiben vom, oder ein bisschen früher schon am Freitag, also kam ein Schreiben vom Bildungsministerium,
dass in allen Kitas ohne Ausnahme, dieses Mal Ausnahme gemeint war tatsächlich die Krippen und so weiter, also gilt dann ab Montag, dem 12.04. in Rheinland-Pfalz erweiterte Maskenpflicht. Und das heißt sowohl drinnen als auch draußen, also den ganzen Tag. Und ja, aus diesem Grund, wie gesagt, also ich habe zwar sehr gehofft, dass wir vielleicht doch miteinander reden können, also mit meinen Chefin dann dementsprechend, also und vielleicht nach Abwägen verschiedenen Fakten und Situationen, also vielleicht könnte man wenigstens Kompromiss schließen oder irgendwie, dass wir alle damit leben können. Aber leider Gottes war es nicht möglich, gell? Weil ich stelle das einfach mit Schrecken tatsächlich immer wieder fest. Das, was du eigentlich fast in jeder deiner Sendung schon sagst und erzählst, die Menschen, ich habe das Gefühl, in Deutschland, die wollen das einfach nicht wissen. Verstehst du? Die wollen das einfach nicht wissen. Auch wenn ich kann erzählen, was ich will, ich kann sagen, was ich will, ich kann mit Fakten um mich schmeißen. Also das wird so einfach auf taube Ohren alles stoßen, ja. Und die meisten sagen noch, schick mir nie wieder so einen Scheiß. Verstehst du? Also das heißt, die Menschen, die wollen das nicht hören, die wollen das nicht sehen, die sind sehr glücklich und zufrieden in ihr, weiß ich nicht, so Schneckenhaus. Also jetzt haben wir halt die Situation, wir müssen damit leben, ja, basta. Und das sind gerade diejenigen, also das, was mich am meisten so berührt, sag ich mal, und vielleicht so wütend macht, das sind gerade Erzieher, das sind gerade Pädagogen, ja, das sind gerade Lehrer, das sind Professoren und Studenten, ja, die meisten, die davon absolut keine Notiz haben wollen. Natürlich nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, gell? Aber ich gehe davon aus, dass es wirklich tatsächlich bei Ausnahmen bleibt. Also das ist ja nicht die große Masse, verstehst du? Und das ist, was mich so stört. Also die Leute wollen nicht ihre Verantwortung irgendwie übernehmen für sich selbst, für die anderen. Also die denken einfach, ach, alles, was von oben kommt, es wird schon richtig sein. Ja? Für irgendwas hat das ja einen Grund. Und dass sie nichts mehr hinterfragen, das, was mich wirklich stört hier in Deutschland. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Also ich darf da Folgendes ergänzend dazu sagen. Es kommen immer mehr Menschen. Wir haben diese Woche 45 Interviewanfragen aus dem pädagogischen Bereich. Also das ist schon mal, das kommt. Zum anderen ist es so, Olga, das Geschäft mit der Angst. Wenn du etwas sagst, könntest du deinen Arbeitsplatz verlieren. Wenn du etwas sagst, bist du ein Leugner. Und Leugner bedeutet Holocaust-Leugner. Das ist zu vergleichen mit Morden, die unseren jüdischen Freunden angetan wurden. Das ist absolut irre. Das ist absolut irre. Aber wir agieren seit langer Zeit, die Politik und die Medien, mit der Angst. Ja. Und diese Angst, gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden, in der Familie, außen, vom Arbeitgeber, da lieber sage ich nichts. Und da bleibe ich lieber unentdeckt unter dem Radarschirm. Aber, Olga, alle Systeme diktatorischer Art sind entstanden, nicht durch die Menschen, die etwas gesagt haben, sondern die Menschen, die auch so gedacht haben und nichts gesagt haben. Ja. Das ist genau die Situation. Und ich sage dir, der überwiegende Teil sagt, wo liegt denn der Sinn der Maßnahmen? Moment, wir erreichen ja nichts. Wir drehen uns irgendwo im Kreis. Wir erfahren keine Krankheitsverläufe mehr. Olga, wir haben eine Trauerfeier, wo alle Staatsoberhäupter in Deutschland hier, Steinmeier, Merkel da sind. 80.000 Menschen. Wir erfahren gleichzeitig von Rechtsmedizinern in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, dass die Todeszahlen so nicht stimmen. Wir sind uns einig, jeder Mensch, der von uns geht, ist eine Katastrophe. Keine Frage. Wir verharmlosen dieses Virus nicht. Wir sagen nicht, das ist ein Schnupfen. Es können mittlere, schwere Verläufe bis zur Todesfolge. Aber die Menschheit wird daran nicht aussterben. Das muss man auch sagen. Und wir müssen die Kollateralschäden. Was macht es mit denjenigen, die wir am meisten schützen müssen? Und das sind die, die du betreust von 0 bis 3 Jahren. Genau. Und da kann ich einfach nur appellieren an Kolleginnen, was wir immer wieder sagen, Olga, wenn 20% sagen, wir machen das nicht mehr mit, dann ist Ende. Dann ist es vorbei. Es müssen nicht Einzelne sein, sondern dass man sagt, lasst euch bitte nicht weiter unterdrücken. Überlegt bitte die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen. Es gibt zig Forscher, die sagen, Moment, die Aerosole in der freien Luft, Ansteckungsquote geht in Richtung Null. Aber das will keiner hören, das ist ja, nee, nicht wollen keiner, schon, aber viele wollen das nicht hören, das ist ja das Irre. Aber
Egal, steht da Tropfen und wir merken das ja. Wir sind ja am Puls. Wie viele Menschen jetzt zu uns kommen und sagen, bitte berichtet, die jetzt Gesicht zeigen. Überall, aus Familien, Erzieher und. Und solche Gespräche, wie wir sie hier führen, die sollen ja dazu dienen, die Menschen zu ermuntern, dass man sagt, bitte denk doch selber. Du wachst nicht von heute auf morgen in einer Diktatur auf. Du wachst immer ein bisschen mehr auf. Das ist wie in einer Beziehung. Egal, was für eine Beziehung. Männer, Frauen, Frauen, hetero, spielt überhaupt keine Rolle. Aber in der Beziehung hast du immer ein Stück, da schleift sich immer ein bisschen weiter ab. Bis du eines Tages sagst, Momente mal, wir waren doch mal ganz anders zueinander. Und genauso ist es in der Politik. Wir haben eine Situation mit der Presse, da sage ich, Moment mal, die wollen uns Freiheitsrechte zurückgeben, die mir vom Grundgesetz garantiert sind. Und das muss man sich bitte mal überlegen, in welcher Situation wir uns befinden. Das heißt also, es gab es noch nie, dass gesunde Menschen so transaliert worden sind, wie wir es im Augenblick erleben. Und wir haben eine Infektionsquote, sagen wir 250.000 Menschen. Ja. Das entspricht 0,3% der Bevölkerung. Also 99,7% sind davon nicht betroffen. Ja. Und lieber Olga, wenn wir 80.000 Menschen, die verstorben sind, die Rechtsmediziner sagen, die Zahlen stimmen nicht. Aber sagen wir, es sind 80.000. In der gleichen Zeit sind 1,1 Millionen Menschen verstorben. Insgesamt 1.020.000 Menschen sind an anderen Krankheiten verstorben. Da sind eventuell Chemotherapien verschoben worden. Da sind Krebskranke nicht behandelt worden. Herzinfarkt, Schlaganfall ist nicht richtig behandelt worden. Kann alles sein. Kümmert sich da jemand drum? Nein. Und Olga, du bist eine Kindererzieherin. Im Jahr 2020 sind nach UNICEF 6,1 Millionen Kinder gestorben und insgesamt gesehen weltweit 2 Millionen 150.000 an, mit und in Folge von Corona. Hast du mal gehört, dass sich jemand um die 6,1 Millionen Kinder kümmert, die gestorben sind? Nein. Und da sage ich, Olga, wie gehst du damit um? Entschuldige, dass ich ein bisschen ausgeholt habe, aber für mich ist das die größte Heuchelei, die überhaupt in der gesamten Welt abläuft. Ihr lasst Kinder sterben, kümmert sich keine Sau drum. Warum? Ja. Weil da nicht das Geld dran zu verdienen ist. Da ist die Frage, an dem Impfen, Olga, an dem Impfen, das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Wie gehst du bitte damit um? Das war schon immer so und das bleibt auch so. Also ich muss sagen, meine Kinder wurden geimpft. Also klar, diese Poliomyelitis und was weiß ich, also Diphtherie, also alles, das sind so Sachen. Aber dafür wurden auch Jahrzehnte gebraucht, ja, das weiß man auch. Und auch da wurden schon sämtliche Nebenwirkungen natürlich festgestellt und manche haben auch also fürs Leben ja also Schäden bekommen, schon damals, also in Sowjetunion, was weiß ich. Aber das, was wir heute haben, also ich höre das immer und immer wieder, gell? Also die Leute, die wollen das, wie gesagt, die Wahrheit nicht hören, die sind stur und die sind einfach auf der Linie nach dem Motto, es kann schon nichts mehr schief gehen, sie wollen doch uns nichts Böses. Also die Impfungen waren doch schon immer gut, also dann werden sie uns auch retten sozusagen. Basta, du kannst denen erzählen, was du willst. Verstehst du, du kommst nicht durch. Also das ist ja mein größtes Problem, also wo ich habe. Ich sage dir, die ganzen Erzieher sind schon geimpft. Also ich bin bei mir auf der Arbeit die Einzige, die noch nicht geimpft ist. Verstehst du? Und jetzt wurde mir tatsächlich schon nahegelegt, also an diesem Montag, also letztes Mal, das angesichts dessen, dass ich jetzt Maskenpflicht verweigere, also wie gehen wir eigentlich damit um, also dass ich die Einzige noch nicht geimpft bin, ja, also das müssen wir uns noch überlegen. Also ich vermute mal, dass mein Job ist jetzt sowieso dann schon mal, wie soll ich sagen, um niemanden zu beleidigen, also ich glaube, das war es jetzt für mich, also tatsächlich, also ich muss mich jetzt wahrscheinlich neu orientieren. Also noch ist die Kündigung nicht ausgesprochen, noch bin ich krankgeschrieben, weil an dem Tag, also bin ich praktisch einen Nervenzusammenbruch hat oder so ähnliches oder halben Herzinfarkt. Also und wie es weitergeht, weiß man einfach nicht. Ich habe keinen Plan. Also aber diese ganze Zwänge, das macht mich krank tatsächlich. Also auch wenn ich mir vorstelle, jetzt abgesehen von Kindern, ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass man einfach darüber spricht und vielleicht mal einen Kompromiss schließt. Diejenigen, die vielleicht so eine panische Angst vor Virus haben, die dürfen sich auch schützen, indem sie vielleicht FFP-Maske tragen oder wie auch immer. Also und diejenigen, die eben Probleme damit haben, eine Maske zu tragen, die dürfen auch dann darauf verzichten. Verstehst du? Dann ist jeder auf seine Art also dann glücklich irgendwo. Aber wie gesagt, diese Zwänge, das ist jetzt schon Maskenpflicht. Als nächstes kommt natürlich Testpflicht. Also bis jetzt war es noch, man könnte sich testen lassen. Also wir haben die ja da.
Aber wie gesagt, ich glaube jetzt niemals, dass sie jetzt einfach nur da liegen und da keiner testen geht. Gell? Das wird irgendwann so sein, dass sie sagen, ohne diesen Test, so also kommst du nicht rein. Und basta. Und als nächstes kommt natürlich dieser Impfpass. Ist ja auch das Gleiche. Ich möchte mich jetzt noch, also auf gar keinen Fall impfen lassen, weil ich sehe einfach diese Nebenwirkungen. Also ich bin einfach ein realistischer Mensch. Ich bin auch normaler Mensch. Ich hinterfrage das Ganze. Ja, warum, wieso, weswegen? Und warum diese Eileswinde? Also warum? Natürlich muss man Virus bekämpfen. Das verstehe ich schon. Aber so wie die entwickelt wurden, also in ein paar Monaten praktisch, also ich habe sowas noch nie gehört. Gell? Also normal dauert das also mindestens 5, die sagen ja die Experten, 8 Jahre, also bis das Ganze überhaupt ausgewertet ist. Das heißt also, die ganzen Experimente werden jetzt auf uns praktisch getestet, ja, diese Impfungen. Ja, also Halleluja. Also ich meine, ich habe tatsächlich also mehr Angst vor diesen Impfungen als vor dem Virus. Weil Virus ist für mich etwas Natürliches, wo wir schon immer, also sag ich mal, damit konfrontiert waren. Und ja, wir müssen halt lernen, damit zu leben. Und ich muss ja dazu sagen, also ganz kurz vielleicht, also 2018, ich weiß ja nicht, ich habe das nicht so jetzt wirklich mitbekommen, also dass da eine große Grippewelle war oder sonst was, keine Ahnung. 2018 im Herbst, ich war 8 Wochen, also außer Gefecht. Ich hatte irgendwas mit der Lunge. Ich habe mir fast die Seele aus dem Leib ja, gehustet. Also 3 Wochen war ich nur im Bett. Also ich hatte zwar kein Fieber. Das ist ja das Erstaunliche. Sonst hätte ich gedacht, vielleicht habe ich Lungenentzündung oder sonst was. Also es war so heftig. Hatte ich in meinem Leben noch nie so etwas Schlimmes gehabt. Also, und danach 8 Wochen hat das Ganze gedauert, bis ich überhaupt so halbwegs normal atmen konnte und ich habe diese Auswirkungen bis heute noch. Gell? Also manchmal, wenn es blöd kommt, dann habe ich Husten halt. Ich kann es nicht ändern. Und kein Mensch kann mir sagen, was ich hatte oder was ich habe. Das ist ja, also, ja. Euer Husten ist halt okay. Verstehst du? Olga, du hast verschiedene Punkte angesprochen und ich appelliere nochmal an Arbeitgeber, so ein verantwortungsbewusste Menschen, die ihren Beruf so ernst nehmen, zum Wohle der Kinder, dazu sind sie da. Mhm. Da geht man nicht so leichtfertig damit um. Das Thema, wir leben in einem freien Land, ich fange mal zum Schluss an. Das Thema der Grippe 2018 hat circa offiziell 26.000 Menschen, die Influenza, das Leben gekostet. Wir wissen nicht, ob es mehr war. Wir wissen es nicht. 26.000 sind offiziell bestätigt. Auch eine Zahl, über die niemals in dieser Auswirkung gesprochen wurde, wie wir es jetzt haben. Ja. In einem Jahr. Wenn wir die 3 Monate mit hinzuzählen, wären es ca. 32.000 Menschen, die gestorben sind. Also 80.000, 32, die 32.000 hat niemand gesprochen. Mhm. Gut. Wir haben einen Impfstoff, der jetzt bereits bekannt, Israel, Tel Aviv, Health Center in Tel Aviv, die sagen, Momente mal, die Wirksamkeit bei der britischen Mutante ist gegeben, bei der südafrikanischen nicht mehr. Wissenschaftler, keine Pseudowissenschaftler, sondern Wissenschaftler, die bekannt sind, die auch im Öffentlich-Rechtlichen auftreten, sagen, wir können ca. zu 80% sagen, dass nach den jetzigen Vakzinen AstraZeneca, Moderna und Pfizer-BioNTech 80% geschützt sind und andere nicht anstecken können. Bei 20% sind wir uns nicht sicher. Also wir haben 20%, die sich anstecken können, weitergeben können. Der Pfizer-Chef, der Vorstandsvorsitzende sagt, es könnte sein, dass wir uns mehrmals impfen lassen müssen. Also genaues wissen wir nichts, wir tun aber so, als wenn wir alles wissen. Und über eins muss man sich im Klaren sein, du hast es richtigerweise gesagt, ich muss kein Wissenschaftler sein. Das heißt also, jede Impfung, die wir oder Impfstoffe, die wir jetzt haben, haben langfristige Phasen hinter sich, nämlich die Phase der Entwicklung, die Phase der Erprobung, der Probanden. Und dann, dass wir wissen, wir haben das Thema Nebenwirkungen. Wir können jetzt über die Impfstoffe, wir haben kurzfristige Informationen, was geschieht danach im Zusammenhang leichte, mittlere, schwerste Nebenwirkungen bis Todesfolgen, Thrombosen, Hirnvenenthrombosen. Ja. Aber wir wissen im mittelfristigen und langfristigen Bereich nicht. Jetzt frage ich mich, Olga, wir haben 2009, 2010 die Schweinegrippe gehabt. Dort ist ein Impfstoff verabreicht worden, der aus dem Markt gezogen wurde, der die Krankheit Narkolepsie, die Schlafkrankheit hervorgerufen hat. Die ist unheilbar. Ja. Ich frage mich, worst case, schlechtestenfalls, wir erkennen nach 3 Jahren, dass einer dieser Impfstoffe mit seinen Inhalten Nebenwirkungen hat, die irreparabel sind.
Ich frage mich, und diese Frage ist legitim. Verantwortung dafür kann sowieso niemand nehmen, wenn meine Gesundheit kaputt geht. Das ist es, ja. Aber Leute machen sich doch im Grunde genommen mit dieser moralischen Verpflichtung, du, wir haben keine Impfpflicht, haben wir nicht. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann verlierst du deinen Arbeitsplatz. Ja. Also frage ich mich, ist das nicht verantwortungslos und diktatorisch? Natürlich, also da gibt es gar keinen Zweifel mehr. Also wie gesagt, wenn ich so ansehe, einfach was jetzt wirklich so passiert, auch auf den Straßen. Also du hast ja schon sehr oft also diese Videos gemacht und ich habe das auch privat einfach selbst angesehen, was auf Demos so passiert. Gell? Das ist einfach Bilder des Schreckens. Ja, in Sowjetunion war es nie so gewesen. Ja, also nie. Das waren vielleicht 50er Jahre. Verstehst du? Ja. Das war so schlimm. Das war tatsächlich so schlimm, nach dem Krieg direkt. Also das war noch schlimmer zu stellen. Danach war es echt harmlos im Vergleich mit dem, was wir heute hier erleben. Also und das macht mir größte Sorgen, wirklich. Größte Sorgen. Ja, und diese Sorge, Olga, ich würde dich bitten, dass das bitte nicht das letzte Interview ist, dass wir die Menschen weiter informieren. Ich würde dich zum Schluss des Interviews auch bitten, einen Appell und einen Aufruf an alle Kolleginnen und Kollegen zu richten, die mit Kindern mittelbar und unmittelbar zu tun haben, dass sie ihrer Verantwortung bewusst werden. Es wäre schön, wenn du diesen Appell an unsere Zuhörerschaft, die in dem Bereich unterwegs sind, richten würdest, aber auch an alle anderen, die sagen, bitte achtet darauf, so machen wir das nicht mit. Also ich würde auf jeden Fall alle tatsächlich da draußen bitten, also nicht nur Erzieher, nicht nur Lehrer, nicht nur Eltern, gell, nicht nur Professoren oder sonst jemand, der mit Kindern zu tun hat, sondern auch ganz normale Menschen, also die auch mit anderen Menschen was zu tun haben, dass sie ihren gesunden, normalen Menschenverstand endlich mal einschalten, dass sie die Sachen einfach hinterfragen, ja, und nicht blindlich irgendwo irgendjemandem vertrauen, wo man eigentlich gar kein Vertrauen schenken könnte, ja, und dass sie wirklich ihre Pflichten auch also wahrnehmen und tatsächlich zum Kindeswohl agieren und nicht nur also an ihr eigenes Wohl vielleicht denken. Natürlich muss man sich selber auch schützen, das sagt ja auch keiner, aber nicht mit allen Mitteln, ja, man muss ja tatsächlich irgendwo alles hinterfragen und überlegen, ob das noch Sinn macht, ja, mit allen Kollegen vielleicht sprechen, also und also das hat mich eigentlich schon immer sehr gestört, ja, dieses blindliche Vertrauen in die oberen Stehende, sag ich mal, ob das jetzt Ministerium, plups, da kommt irgendein Schreiben vom Ministerium und wir müssen sofort direkt alles umsetzen, egal ob das machbar ist oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Und das, denke ich mir, kann nicht sein, ja. Wir sind auch Erzieher, also oder Pädagogen, wir wissen am besten, was unseren Kindern gut tut und was, wie wir sie schützen können und was wir noch, das, wie das Beste oder was das Beste für sie ist. Und deswegen, dass man uns auch mal fragt, ja, was für die Kinder besser ist. Also und nicht einfach so irgendwelche Befehle von oben gibt, die wir dann tatsächlich einfach nur blindlich umsetzen müssen. Also das, ich würde mich sehr freuen, wenn viele, 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 viele andere Menschen auch mal tatsächlich so nachdenken würden. Das wird der Fall sein. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bleiben in Verbindung. Wir werden weiter berichten, wie es dir ergeht. Und wir werden dir auch berichten, und du wirst es auch sehen und hören auf unseren Kanälen, wie viele Menschen sich dazu äußern. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bist eine starke Frau. Und solche Frauen brauchen wir in Deutschland. Dankeschön. Dankeschön und vielen, vielen Dank. Tschüss.